Epilog, zweiter Abschnitt. Larven statt Götterbilder. Novalis formulierte ein denkwürdiges Aperçu. Sonderbar, dass das Innere der Menschen nur so dürftig betrachtet und so geistlos behandelt worden ist. Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den Larven, welche die Stellen im Heiligtum eingenommen haben, wo echte Götterbilder stehen sollten. Diese Anmerkung ist hilfreich, um die allgemeine Abwehr gegen das Thema Magie der Natur im gegenwärtigen Diskurs der Wissenschaften und insbesondere der naturwissenschaftlich fundierten Lebenswissenschaften besser zu begreifen. Die wichtigste traditionelle Abwehrformel gegen Magie lautete Aberglauben oder Superstitio, wie der lateinische Ausdruck heißt. Die modernere Version lautet Suggestion oder in etwas älterer Begrifflichkeit Einbildung. Diese Termini sind, um mit Novalis zu sprechen, die Larven der Psychologie. Sie erklären Magie zu mehr oder weniger intelligenten und durchaus wirkungsvollen Hirngespinsten. Selbst der großartige Versuch von C.G. Jung, die Symbole der Alchemie als Archetypen des kollektiven Unbewussten und den alchemistischen Prozess als einen Weg der spirituellen Selbstfindung zu deuten, stellt eine Psychologisierung dar, und ist letztlich eine psychologische Larvierung. Sind die Götterbilder aus dem Tempel, und ist damit auch die Bedeutung des Tempels selbst, falls dessen Bau noch erkennbar ist, verschwunden? Manches spricht dafür. Naturdinge sind zur verfügbaren Masse für den globalen Markt geworden, und die Macht des Geistes erscheint als sozialpsychologische Rechengröße fürs Marketing. Die von Nietzsche ins Spiel gebrachte Formel »Gott ist tot« überdeckt die nicht minder bedeutsame, aber weniger gebrauchte Formel »Natura ist tot«. Die verzweifelten Wiederbelebungsversuche auf Kirchentagen oder Klimagipfeln können nicht davon überzeugen, dass statt der Larven tatsächlich Götterbilder im Tempel aufgerichtet werden. Karl Marx benutzt den Begriff der Charaktermaske, um die Rolle des sich selbst entfremdeten Menschen im Kapitalismus zu charakterisieren. Die Larven, von denen Novalis sprach, entsprechen solchen Charaktermasken. Sie fixieren den Menschen und richten ihn für ein Schauspiel zu, dessen Regisseur er nicht kennt. Es gibt vielleicht keine stärkere Macht der Fixierung als die Wissenschaft, kein unerbittlicheres Glaubenssystem, das die Menschheit hervorgebracht hat. Ihre Unerbittlichkeit liegt darin, dass sie Gesetzlichkeiten vorgibt, die keine Ausnahme, kein Jenseits, kein ganz anderes zulassen und schon gar keine Magie der Natur, die mehr sein könnte als ein bloßes Vorspiel zur Entwicklung der rationalen Naturwissenschaft. Insofern bekenne ich mich zu einer Naturphilosophie, die Gott und Natur und somit auch den Menschen nicht für tot erklärt, sondern möglicherweise für wieder entdeckbar, wieder erfahrbar und wieder verehrbar. Eine solche Wiederbelebung bestünde nicht nur in einer ökologischen Renovierung der natürlichen Ressourcen unserer Umwelt, sondern auch in einer seelischen Erneuerung unserer Innenwelt, einer umfassenden Reanimatio Naturae, ein Terminus, den es nach Internetrecherche erstaunlicherweise bislang noch nicht gibt. Es mögen viele Wege dahin führen. Ein Weg ist die historische Vergegenwärtigung jener natürlichen Magie oder Magia Naturalis, deren Leitmotiv das Heilen können mit Hilfe göttlicher Weisheit war. In der Redeweise von Novalis wäre es die Aufgabe einer zukünftigen Medizin, echte Götterbilder anstelle von Larven in ihren Tempeln der Wissenschaft aufzustellen. Wer aber vermag schon mit Sicherheit Götter von Götzenbildern zu unterscheiden? Skepsis, Selbstkritik und Demut sind angebracht. Ende der Lesung.